Frank sackte alles ein. Abschließend kickte Frank den Knichtel mitten in den Bügelbretterhaufen, welcher durch den drallen Impact in sich zusammenkrachte. Kaboom! General Morton versuchte, sein Bügeleisen auszubalancieren. Da begann der Boden zu vibrieren. Zwerge krümmelten aus dem Erdwerk und stümpelten auf uns zu. Stampf, papf. Sie trugen grüne Mäntelchen und rote Zipfelmützen. Auf ihren Mützen war ihr Name eingesteckt. Zwerg Zwolz, Zwerg Zwiesel, Zwerg Zwautz und Zwerg Zwilmo stellten sich vor. Zwerg Zwiesel hieß uns in seiner Funktion als Tourismusbeauftragter herzlichst willkommen. Zwerg Zwolz, der Chefkumpel, nahm an, dass wir als erstes die Minen besuchen würden und teilte Grubenhelme aus. Zwerg Zwautz, der Obersaufmeister, reichte einen Korb mit kleinen Fläschchen herum. Der Colonel und ich schnappten als erste zu und... Lup, lup, lup. Oh Mann! Das Zeug war vielleicht stark. Pfipfnick las uns eine der Flaschenetiketten vor. Zwergetischer Kraftsafttrink bestehend aus Pilzmischung, Terpentin und Wodka. 300% Alkoholgehalt. Frank nuckelte einige Fläschchen aus und nahm Zwerg Zwilmo und Zwerg Zwartz auf die Schultern und tanzte mit ihnen auf den Bügelbretterresten.